الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Das heutige Thema ist die ersten Vertreter der Aqida-Wissenschaft. Das ist einmal der Imam al-Azam Abu Hanifa, der Imam der Hanafiten. Abu Hanifa al-Numan ibn Thabit wurde im 80. Jahr nach der Hijra, das ist 699 nach Christi, in Kufa geboren und absolvierte sein Studium in Medina, Basra und Kufa bei Abu Amr Amir al-Shabi und später bei Hammad ibn Suleiman. Vor den Wissenschaften widmete er sich Themen und Auseinandersetzungen aus dem Bereich der Aqida und der Kalam-Wissenschaft. In Kalam-Diskussionen zeigte er große Überlegenheit. Nach eigenen Angaben war er mehr als 20 Mal in Basra und diskutierte dort mit Irregeleiteten, die einigen Strömungen der Kharijiyya angehörten, wie die der Ibadiyya, Sufriyya und anderen Abzweigungen. Ebenfalls diskutierte er mit Repräsentanten der Hashawiyya. So, Ibadiyya, das ist auch eine Sekte der Kharijiyya. Abu Hanifa ist der Imam der Hanafiten in Bezug auf Akte der Verehrung, also arabisch Ibadat, zwischenmenschliche Beziehungen, Muamelat, Recht, das heißt Hukuk, und Strafen, Hudud. Er ist der erste der vier Imame, die eine Rechtsschule bezüglich weltlicher Handlungen etablierten und erhielt deshalb auch den Titel El-Imam El-Azam. Das ist der größte Imam. Also Azam kann auch prächtig heißen, der prächtigste. Also Ekber ist der Größte, Azam ist der Prächtigste. Abu Hanifa ist in den Aqaid-Wissenschaften der erste Imam der Ahl-Sunnah. Ein Großteil der Gelehrten nach ihm, unter anderem auch Imam al-Maturidi und Imam al-Tahawi, die selbst theologische Schulen etablierten, folgten seiner Rechtsschule, seiner Mashab. Die Gelehrten der Mawara und Nahr, das ist der Gebiet Transoxanien. Transoxanien, das ist Bukhara und Samarkand, diese Gegend. Unter ihnen, insbesondere Abu Mansur al-Maturidi, bauten die Ansichten Abu Hanifas bezüglich der Aqaid weiter aus und verbreiteten diese. Al-Maturidi systematisierte die Bausteine, die Abu Hanifa in Bezug auf die Methodik der Bewahrung des Islam legte. Daher werden die Hanafiten im Blick auf die theologische Schule, denen sie folgen, Maturidiyya genannt. Al-Imam al-Azam war in allen seinen wissenschaftlichen Bestrebungen und Ansichtsweisen sehr vorsichtig und vertrat eine klare Meinung. Bei seinen Beweismitteln stützt er sich vorwiegend auf den Koran. In der islamischen Welt, genau zu dieser Zeit, in der die oben genannten ihre geleiteten Ideen vertreten wurden, verfasste Abu Hanifa gegen all diese verschiedenen Strömungen sein Werk namens
al-Fiqh al-Akbar, welches insbesondere die Ahl-Sunnah verteidigte, die Qadariya und Jabriya ablehnte. Also Qadariya sind die Leute, die sagen, alles ist ein Schicksal, man hat keinen eigenen Willen. Und Jabriya sagt, man muss alles das tun, was Gott von ihm, also der, okay, ja, andersrum. Menschen werden von Gott, also mit Gewalt dazu geleitet, was Allah sich wünscht von seinen Dienern. Also Jabr ist ja Gewalt, Jabr. Also diese lehnte er ab und die islamische Glaubenslehre verlautbarte und erklärte, das Werk, das den Weg, dem er folgte, am besten aufzeigt, ist seine Abhandlung Al-Fiqh al-Akbar. Also Al-Fiqh wird im Deutschen mit Normlehre übersetzt. Übersetzt, also Fiqh heißt Arabisch auch Verständnis, etwas zu verstehen. Darüber hinaus verfasste er die Abhandlung Al-Fiqh al-Absat, um die Idee zu verteidigen, dass die Istita'a, also menschliche Wirkmacht, also Istita'a, ne? Istita'a, also menschliche Wirkmacht oder Neigung, mit den menschlichen Handlungen verknüpft ist und Probleme bezüglich Gutem und Bösen, Geschehenem und zukünftigen Schicksal zu lösen. Um Probleme des Glaubens und Unglaubens, des Al-Irja und der Wa'id, also Androhung, aufzuklären, schrieb er das Werk Risalatu Abu Hanifa ila Uthman al-Batti. Und für das Aufzeigen der Grenzen der Akkaid und der Pflichthandlungen wurde Wasiyya Nukirro verfasst. Mit dem Ziel, die Glaubensinhalte der Ahl-Sunnah in Bezug auf Themen zu erläutern, die unter dem Volk aufkamen, schrieb er die Abhandlung Al-Alim wal-Muta'allim. Also diese Risalat, diese Abhandlungen, gibt es in einem Buch, also diese fünf Abhandlungen von Abu Hanifa. Es gibt ein Buch darüber in deutscher Sprache. Abu Hanifa wurde aufgrund seiner Ansichten und Gedankengänge, die eine starke Verbundenheit zu den Richtlinien des Islam aufwiesen, oft von Feinden des Islam attackiert. Im Gesicht dieser Offensiven blieb er den Richtlinien des Islam treu und verfuhr mit den Feinden auf eine Art und Weise, die sich nach Allah Wohlgefallen richtete. Die großen Kämpfer, die die Menschen zur Wahrheit aufriefen, stießen zuerst auf die Ignoranz ihres Umfeldes und wurden dann mit mentalen und verbalen Angriffen seitens der Feinde der Wahrheit und der Religion attackiert. In Fällen, in denen der Staat von Feinden der Wahrheit übernommen wird, wird der Staat, der eigentlich die Aufgabe hat, Gerechtigkeit zu verbreiten, ein Instrument der Unterdrückung. In der Geschichte findet man hierfür unzählige Beispiele. Auch Imam al-Azam Abu Hanifa erlitt im Einsatz für die Religion der schlimmsten Qualen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ja, und da gibt es eine Erklärung, Abu Hanifa von Osman al-Batti, was ihm vorgeworfen wird, dass er der Rechtsschule Murji'a angehört.
Da gibt es zwar eine Erklärung, aber die werden wir dann später, inshallah, bearbeiten.